Jo, wenn ihr günstige Unlock All Accounts oder Account Boost sucht, erster Link in der Videobeschreibung, gibt's für alle Plattformen da was. Also schaut vorbei. Jo Leute, ich zeige euch im Hintergrund gerade meinen neuen Money-Job. Wenn ihr diesen Money-Job beitretet, werdet ihr da erst einmal da spawnen und diesen Geldsack am Boden sehen. Den müsst ihr jetzt einfach ignorieren, auf dieses Schild aufsteigen. So, einfach auf in die Brücke und ihr werdet sehen, ihr kriegt auf einmal 10.000 GTA-Dollar in der Millisekunde. Und das hört erst auf, sobald ihr diesen Job übers Handy, über der Jobliste abbrecht. Also wirklich heftiger Job. Alles, was ihr tun müsst, um in diesen Job einzukommen, ist meinen Discord-Server beitreten, Link ist in der Videobeschreibung, und mir auf Instagram und YouTube abonnieren. Und dann schreibt sie mir halt über Discord oder YouTube an wegen diesem Job. Und ja, dann schaut euch gerne das Gameplay vom Job noch bis zum Ende an. Und das war's dann wieder. Ihr kennt's ja, wenn ihr noch ein Support das Geld kriegt, kennt ihr dann auch das Geld am Boden aufsammeln. Und ja, das war's dann. Viel Spaß mit dem Glitch. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Money Glitch für euch, bei dem ihr einfach so 100.000 GTA Dollar in der Sekunde bekommt, nachdem ihr diesen Glitch gemacht habt. Deswegen macht diesen Glitch auf jeden Fall noch. Und ja, ich würde sagen, bevor das ganze Video wirklich losgeht, also bevor der Glitch losgeht, dreht jetzt alle mal jetzt meinen Discord-Server bei, Link ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr einen Money-Job haben wollt, dreht jetzt auf jeden Fall den Discord-Server bei und abonniert mir auf Instagram, lutasiwaysack.official. Schreibt mir dort gerne eine Privatnachricht, wenn ihr einen Money-Job haben wollt. Und dann, ja, kriegt's ihn höchstwahrscheinlich auch. Deswegen abonniert mir gern, liked das Video. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem heutigen Money Glitch an. Und zwar für diesen Money Glitch braucht ihr gar nichts. Ihr seht, es ist ein neuer Account bei mir. Mein Alter wurde irgendwie gebannt. Keine Ahnung warum. Danke Rockstar Games. Egal. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt zu irgendeinem random Kleiderladen hingehen. Also ist komplett egal, welcher Kleiderladen das ist. Das kann auch gern der sein, wo ich jetzt hingehe. Könnt ihr alles gleich machen wie ich, dann könnt ihr auch nichts falsch machen eigentlich, wenn ihr alles eins zu eins gleich macht wie im Video. So, auf jeden Fall müsst ihr jetzt unter Outfits gehen und müsst zu Nummer 26 hingehen, Raubüberfall locker, und jetzt kauft ihr euch das Club Dings für 6.000 Dollar, sollt jeder haben. Jetzt drückt ihr auf, wenn ihr auf der PS4 spielt, Viereck. Auf der Xbox drückt ihr jetzt X und am PC Leertaste, dann kommt sie da rein. Jetzt ist wichtig, dieses Outfit müsst ihr auf die Nummer 9 speichern. So, nennt es einfach Nummer 9. Also ihr werdet euch da erste Nummer 8 anzeigen. Aber ihr müsst auf das da oben schauen. Also diese Zahlen da oben, und da müsst ihr dann auf 9 das Ganze machen. Wenn ihr es habt, geht sie wieder außer aus diesem Laden. Geht es einfach mal jetzt bei der Türe auch außer und geht es wieder in euer Fahrzeug rein. So, wenn ihr in eurem Fahrzeug seid, müsst ihr zum nächsten Kleidungsladen hinfahren. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendein Online-Kleidungsladen, und dort müsst ihr euch jetzt noch ein kleines Outfit kaufen. Der, wenn ihr Polizei kriegt, ich hoffe, ihr habt auf den Account Lester freigeschalten. Anscheinend nicht, nice. Auf jeden Fall, wenn ihr dann Polizei kriegt, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ihr müsst jetzt zum anderen Laden hingehen und euch da nochmal ein Outfit kaufen und das Ganze auf die Nummer 3 speichern. Wenn ihr auf der Nummer 3 schon ein Outfit habt, speichert es vorher irgendwo anders hin. So. Jetzt wartet ihr noch kurz, bis die Cops weg sind. So. Und dann kauft ihr euch wieder bei der Frau da, also bei Outfits, ein Outfit. Und zwar von der Nummer 23.
Und das ist Raubüberfall Salopp oder so. Keine Ahnung, wie es genau heißt. Auf jeden Fall müsst ihr euch da ein Outfit kaufen. Und ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich. Ah, na, hab die Kopf schon abgehängt. So, also hier geht's jetzt Arbeit zu Nummer 23. So, Raubüberfall Salopp. Geht zum letzten für 4000, kauft euch das, geht's wieder Viereck auf der PS4, Xbox X und auf dem PC Leertaste und speist es auf die Nummer 3. Und es ist am besten Nummer 3, das ist dann wie so. Und jetzt müsst ihr zu einer Location hin, die zeige ich gleich. Und zwar da auf. Dort müsst ihr mal hin. Also, wir sehen uns dann, sobald die drüben bin. So, wenn ihr jetzt da seid, müsst ihr mal zu dieser Bank da, die ist circa da. Da müsst ihr jetzt einfach mal hingehen. Also, die, was auch beim ersten Apartment-Überfall ist, zu der Bank müsst ihr jetzt einfach hingehen. So, jetzt müsst ihr ein Auto davor parken. Nehmt euch jetzt irgendeine Waffe in die Hand und müsst einmal gegen diese Türe schießen. Schießt jetzt so lange gegen die Türe, bis ihr Polizei bekommt. Ihr wartet jetzt einfach, bis ihr dann Polizei bekommt und schießt jetzt einfach dagegen. Ihr kennt es ja ruhig. Da sprengen, dass es schneller geht. Fahrt halt mit deinem Fahrzeug ein bisschen zurück. Weil wenn ihr sprengt, kriegt ihr schneller mit Polizei. Und dann macht es einfach so lange weiter, bis ihr jetzt Polizei kriegt. Ihr werdet sehen, das wird länger dauern als normalerweise. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, sobald die Polizei hat, wieder. Oh, er ist doch nicht gerade in dem Moment Polizei kriegt. So, auf jeden Fall jetzt kommen wir schon zum letzten Schritt. Und zwar müsst ihr euch jetzt von der Polizei töten lassen. Und sobald ihr euch getötet habt, werdet ihr sehen, nur noch einen kleinen Schritt machen. Und ihr werdet 10 Millionen GTA-Dollar bekommen. Sprengt am besten, dabei die Polen kommen, nur ein bisschen was in die Luft. Das wäre schneller da sein. Ihr könnt einfach mit der Pistole schießen, wenn ihr Munition sparen wollt. So, auf jeden Fall, die Polizei ist davon jetzt da. Holt euch bestenfalls noch 3 Sterne. Wenn ihr jetzt 3 Sterne habt, sind die Bullen nämlich aggressiver und killen euch eher. So, wenn ihr jetzt sterbt und ihr spawnt. Schritt vergessen, sorry Leute. Und zwar müsst ihr jetzt eigentlich noch unter Spieler hervorheben, sich selbst hervorheben und ihr seht schon 100.000 GTA Dollar in der Sekunde. Macht den Glitch auf jeden Fall noch und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder. Ciao!